Ah, jetzt. Kathi und mein Handwerker, ein Stock unter mir, begrüße euch herzlich zu diesem vierten Video. Die Handwerker sind schon seit 7 Uhr in der Früh da. Ich weiß auch nicht, was die da unten Pressluft hammern müssen. Anscheinend hängt der Bild schief oder I don't know. Diese Woche nehme ich mir kein Kleidungsstück von Omas Kleiderschrank vor, sondern von Opas. Ich habe von meinem Opa einiges geerbt, unter anderem meine wunderschöne Nase. Auch einen Anzug, einen blauen. Der ist einfach die letzten Jahre in Mamas Faschingskiste gelegen und verstaubt. Zerfressen von Motten. Ja, so schlimm ist es nicht. Aber auf jeden Fall ist das gute Stück schon ein bisschen älter, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und ich werde heute probieren, aus diesem alten Anzug einen super trendigen, schicken Damen-Jumpsuit zu machen. Und wenn ihr das erste Mal auf meinen Kanal seid, könnt ihr euch gerne ein bisschen umschauen und mal checken, welche neuen Klamotten ich schon probiert habe, aus alten, ausgedienten Secondhand-Klamotten zu nähen. Checkt meinen Kanal aus oder ist es da? Ich weiß nicht. Oh Gott, das ist das spiegelverkehrte Ding. Hier haben wir das gute Stück. Der Stoff ist recht cool. Es riecht ein bisschen, könnt ihr es noch nicht riechen. Noch ist YouTube nicht gefühlsecht, aber das klingt wie eine Kondomwerbung. Es sind leider einige Motten. Löcher drin. Ich werde einfach probieren, so viel wie es geht, um diese Löcher herumzunähen. Stoffteile zu verwenden, wo nur keine Löcher drin sind. Gibt es auch eine Hose dazu. Obwohl dieser Anzug mir natürlich heillos zu groß ist. Aber ich dachte, ihr werdet sicher sehen, wie es ausschaut. Also, Achtung. Oh ja, diesen Effekt wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und so schaut das jetzt im Ganzkörper aus. Handwerker. Es ist mir definitiv hier viel zu groß. Und natürlich das Oberteil auch. Die ganzen Mottenlöcher sieht man tatsächlich nicht so. Aber glaubt mir, sie sind da. Nur Haufen. Überall. Very motivated. Ich werde jetzt einfach mal ohne Umschweife damit anfangen, diesen Ding zu zerlegen. So, wie wir ja schon festgestellt haben, ist mir die Hose heillos zu groß. Deshalb schneide ich sie jetzt erstmal an den Innennähten entlang auf. Dafür, dass man einfach nur die Seiten der Hosen enger näht, ist diese Hose definitiv viel zu groß. Deshalb schneide ich jetzt auch nur den ganzen Bund weg und den Hosenschlitz auch noch. Danach nehme ich die Hose quasi am Schritt und lege die Vorderseite auf die Vorderseite und die Rückseite auf die Rückseite. Dann nehme ich eine High-Waisted-Hose, die mir ganz gut passt und spur einfach die Nähte entlang nach. Der Überschuss davon wird einfach weggeschnitten. Das gleiche natürlich mache ich bei meinem Arsch auch, hinten. Opa, was hast du denn da wieder gemacht? Sorry. Also ich nähe den Schritt jetzt wieder vorne und hinten wieder zusammen, aber nur bis zu dem Punkt, weil das andere wird der Reißverschluss. Danach könnt ihr die Hose quasi auf die übliche Hosenform zurückklappen und fange dann auch die Beinnähte wieder zusammenzunehmen. Meine Methode dafür ist, dass ich den Schritt zusammenpinne und die jeweiligen Beine und dann einfach vom Schritt zum Bein hin zusammennähe. Yeah, meine Stecknadeln sind voll schon. Goals! Genau, und dann fange ich wieder vom Schritt an und nähe das andere Bein. Leider hat Opas Reißverschluss das Nahtauftrennen nicht überlebt. Den Reißverschluss hatte ich zufällig nur daheim. Ich weiß, es ist nicht dieselbe Farbe, aber ich wollte jetzt nicht extra ankaufen. Und damit die Farbe nicht so krass rauskommt, werde ich jetzt nicht nur einen verdeckten Reißverschluss machen, sondern wirklich einen, ich nenne es mal, zugehäuften Reißverschluss. Dafür lasse ich wirklich eine ganze Stofflage den ganzen Reißverschluss überlagern und tue das quasi von oben absteppen. Das ist wahrscheinlich nicht einmal eine Technik, wie man Reißverschluss annäht. Wahrscheinlich ist das super falsch, aber es funktioniert super einfach und man sieht den Reißverschluss wirklich nicht mehr. Den Überschuss, den ich vorher bei den Beinen abgeschnitten habe, nehme ich jetzt als Beleg her, weil das Tolle ist, er ist schon nämlich versäubert. Dafür pinne ich jetzt den Stoffstreifen rechts auf rechts um die ganze Hüfte rum. Wenn ich damit fertig bin, könnt ihr das Ganze nach innen klappen, weil ich will keinen sichtbaren Bund haben. Und jeder, der öfters meine Videos schaut, weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt Understitching! Dazu nähe ich die Nahtzugabe quasi auf den Beleg. Das verhindert quasi später, dass der Beleg über die Kante vorschaut. Aber ich werde den Beleg trotzdem noch fixieren. Aber nicht, indem ich den Beleg einfach dran nähe. Ich nähe Beleg und Hose einfach zusammen. Und wenn man die schöne vorhandene Naht macht, sieht man es. Jetzt geht's ans Kantenversäubern und das ist super wichtig, weil sonst fällt eure Hose auseinander, wenn ihr sie in die Waschmaschine haut. Dafür mache ich jetzt so eine Pseudo-Cup-Naht. Dafür bleibt eine Nahtzugabe lang und eine wird kurz. Und dann wickle ich die kurz mit der langen quasi ein. Den Rest mache ich mit einem Zickzack-Stich. So, das ist die angepasste Hose.
Und ich finde die eigentlich ganz lässig. Ich habe sie extra übrigens ein bisschen weiter geschnitten, dass sie einfach ein bisschen mehr chilliger ist, dass man sich besser hinsetzen kann. Ta-da-da-ta. Genau, und jetzt geht's ans Oberteil. Ich habe dieses T-Shirt angezogen, weil ich die Lockerheit gerne bei dem Oberteil hätte, aber ich hätte es gerne viel kürzer. Also stecke ich mir das mal kurz fest. Oh, wenn ich mich konzentriere, schaue ich echt aus wie eine Katze beim Scheißen. Also das ist ziemlich genau die Länge, die ich gerne hätte. Da habe ich so einen Stoff gefaltet. Dazu was wie ein Neckholder-Top. So. Und dieses Neckholder-Top hält quasi das T-Shirt. Das Oberteil soll nur bis hierher gehen. Und nicht festgemacht sein. Und sollen da so zwei Spaghetti-Träger nach hinten gehen und der Hose festgemacht sein und den Overall will das dann hinten wie so ein Top verbinden. Gott, wenn ich mir selber zuhören würde, würde ich es auch scheiße finden. Let's do it. Sorry Leute, das ist echt sauschwierig zu erklären, was ich vorhab. Auf jeden Fall nehme ich jetzt mal die ganze Anzugjacke auseinander und probiere die Stoffteile zu retten, die noch nicht komplett zerfressen sind von Motten. Mit Hilfe von meinem gestrigen Abendessen habe ich jetzt eine Schablone gemacht. Für die Muschelkante habe ich einfach Glas nachgespurt. Und die Breite des Glases ist auch meine Nahtzugabe. Das Futter ist quasi dann die Schablone minus der Glasbreite. Dann habe ich noch zwei Stoffteile für die Träger, die habe ich aber nicht verwendet. Das T-Shirt-Vorderteil plus Futter. Rückenteile gibt es zwei, die lasse ich jeweils in der Mitte zum Spitz zulaufen. Die habe ich übrigens aus den Ärmeln ausgeschnitten und da gibt es natürlich jeweils wieder ein Futterteil. Von den drei intakten Knöpfen brauche ich prinzipiell nur einen. Das Vorderteil bekommt Abnäher. Dafür markiere ich mir meine Brustspitzen und falte es an der Kante in der Mitte. Ich bin ja nicht so reich beschenkt von der Natur und ich weiß inzwischen, dass für mich ja Brustabnäher von 3 cm komplett ausreicht. Aber ja, vielleicht braucht sie mehr oder weniger. An der Spitze des Abnähers bitte niemals vor- und zurücknähen, einfach laufen lassen und die zwei Fäden einfach nur miteinander verknoten. Dann nähe ich das Vorderteil mit den zwei Rückenteilen zusammen, beim Futter natürlich das gleiche. Und danach könnt ihr den Überschuss begradigen. Der ist jetzt natürlich da, weil die Abnäher haben beim Vorderteil natürlich den Stoff eingesaugt. Deshalb ist jetzt da weniger. Futter und Oberstoff werden dann auch an der Oberkante zusammengenäht. Wie schon erwähnt, hatte ich vor, aus dem Stoff einen Träger zu machen, aber durch das, dass der Stoff so dick ist, waren die Träger einfach so globig. Und ich hatte nur zwei blaue Kordeln zu Hause, von dem her ist die Wahl auf die Kordeln gefallen. Außerdem brauche ich für den Knopf nur so einen kleinen Gummi. Kordel und Gummi werden jetzt quasi zwischen Futterstoff und Oberstoff reingenäht. Wichtig dabei ist, dass ihr einen Knoten macht und dass diese Knoten quasi außerhalb der Nahtzugabe sind. Und wieder gibt es einen kleinen Tipp, immer schön in der Mitte anfangen und von der Mitte aus nach außen, dann absetzen und die Seitenteile machen. Es wird einfach so viel sauberer. Danach wegen den Rundungen natürlich Nahtzugabe einschneiden. Danach kann man das ganze Ding wenden und dann sieht man schon, dass die doofe Nahtzugabe wieder über die Kante raufquellt. Deswegen, ja genau, Understitching, woo! Ich understitche einfach alles. Alles. Mein ganzes Leben ist undergestitcht. Dann wird nur die untere Kante versäubert. Dafür werden die Kanten wieder rechts auf rechts zusammengelegt. Und es wird dann so eine Wurst und es geht dann nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber das ist total okay. Weil wenn man das von zwei Seiten gemacht hat, bleibt eben nur so ein Loch übrig. Und dieses Loch kann man dann einfach händisch zunähen. Dann mache ich noch den Knopf dran und dann ist prinzipiell das Oberteil fertig. Jetzt kommen wir endlich zu diesem Latz. Oberteil-Part. Das Futter wird rechts auf rechts auf beide Kanten des Oberstoffs genäht. Und danach nehme ich meine Pizza-Schablone und spur die Muschelformen einfach nach. Mein Lätzchen, nenne ich es mal, ist jetzt übrigens links außen. Ja, die linke Seite schaut mich an und so nähe ich diese Muschelformen nach. Dann schneide ich die Nahtzugaben dementsprechend wieder ein. Wenn ich das aber so umdrehe, schauen sie wirklich nicht muschelförmig aus und richtig schier. Man muss sie bügeln und dann durch sie nochmal absteppen. Das ist natürlich jetzt mit der rechten Seite nach außen und ich tue einen Zentimeter von der Kante nochmal die Muschelform absteppen. Oben habe ich es nur offen gelassen und da kommen jetzt meine Träger rein. Und jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen klarer, wie ich vorhatte, dieses Oberteil aufzubauen. Den Latz nähe ich jetzt in einer vorhandenen Naht an mein Oberteil dran. Dadurch sind die beiden jetzt verbunden. Und ergeben ein Oberteil. Und dann durch nur den Latz an die Hose dran nähen. Was ich nur beim Belegen mache, damit man es von vorne nicht sieht. Und Hand aufs Herz, ich fand es zwischenzeitlich richtig scheiße. Aber am Ende, ja. Aber schaut selbst. We'll be right back.
Es ist doch noch ein ganz gemütlicher Jumpsuit geworden, den man super gut mit Sneakers kombinieren kann, der chillig ist, entspannt, ich kann mich gut bewegen, ich fühle mich frei. Und ansonsten wäre der Anzug von meinem Opa im Müll gelandet. Also von dem her ist es auf jeden Fall geil. Ja, und ich hätte theoretisch mal mein Oberteil bügeln können. Egal. Danke fürs Zuschauen und bis bald.